Hallihallo, liebe Freunde, wir sind wieder auf der Jagd nach einem Cheetah und wir schauen auch mal gleich, welche Map es denn sein wird diesmal. Letztes Mal hatten wir die Cache, das fand ich mal ganz erfrischend, diese Abwechslung. Und diesmal wird es wieder das 2. Na gut, aber wir schauen mal gleich, was los ist. Okay, wir haben ja einen Typen, der hat 21,9 gemacht auf der ersten Seite. Jetzt hat er 8:1. 90% Kopfschussquote jetzt, 87% Kopfschussquote. Hier, sag ich schon mal. 29,10 hat er. Ja, okay. Schauen wir mal, was los ist. Er läuft auf jeden Fall mit einer Scout rum. Läuft mit einer Scout rum. Ist in der Mitte. Also ganz wirres Gameplay, was der da anstellt. Guckt er jetzt nach oben. Bumm, Headshot. Ja klar, woher wusste er denn, dass der da ist, ey? Das ist schon lächerlich. Er hat auch... Na! Müssen wir da drüber reden eigentlich, oder... Müssen wir da jetzt drüber reden, oder... Jetzt macht er hier noch einen Bunnyhop. Jetzt macht er hier noch einen Bunnyhop. Jetzt macht er hier noch einen Bunnyhop. Ja, okay. Ja, oder? Die Nummer steht fest. Das Ding ist durch, oder? Bin ich der Einzige, der das so sieht? Die Nummer ist durch. Der Typ hat an. Aimbot, Wallhack, alles. Der hat alles an. Alles, was er haben kann, hat der Typ an. Und er hat auch noch einen Bunnyhop-Hack. Also der hat kompletten Multi-Hack. Mit ESP oder Wallhack, Aimbot, Triggerbot, Bunnyhop. Ja. Alles gut. Zack, nochmal ein Headshot gedrückt, moin. Ja, ja, klar, Achtung. Schön geprefired, nice. Bombe ist down. So, Achtung. Ah, diesmal wurde er weggeholt, na gut. Ah, das ist schon ein lächerlicher Typ. 91% Kopfschussquote. So wenig Schüsse, wie der abgibt. Oh, ach so, ich ziehe perfekt durch die Wand. Ah, okay, ich hole dich im Sprung komplett weg mit dem Headshot. Ah, okay, dich treffe ich auch, perfekt. Und der ist down. Ne, hat ihn nicht gekriegt. Achtung, oh, ich gucke auf einmal wieder nach oben. Yo, na klar, na klar. Der Typ hat so dreist an. Also, ja, müssen wir nicht drüber sprechen, oder? Leute, müssen wir da wirklich ernsthaft drüber sprechen? Oder hat der Typ einfach lächerlich an? Wo steht er? 35,12. Ach so, er schießt perfekt durch. Jo, er schießt nochmal perfekt durch. Enough said, oder? Enough said? Ey, was muss ich denn da noch erzählen? Jetzt zielt er durch die Wand wieder. Der Typ hat so lächerlich an. Alter. Ach, der will es auch gar nicht verbergen, glaube ich. Der hat richtig, richtig lächerlich an, der Typ. Was würde ich geben, wenn ich den Chat lesen könnte? Ey, das wäre so witzig. Guck mal, bumm, trifft ihn wieder perfekt durch die Wall. Jetzt wartet er, bis er vorkommt. Zack, holt ihn im Sprung weg. Natürlich. Ey, Leute. Was, das übel. Dieser Typ. Krass. Ja, gut. Ey, solche Rage-Hacker muss man auch mal haben. Wobei, also so richtig mega Rage ist es ja nicht. Es gibt Leute, die laufen einfach rum mit Spinboard und ballern alle weg. Aber das ist schon, also... Das ist schon richtig, richtig an. Und der Typ versucht es inzwischen auch gar nicht mehr zu verstecken. Der rennt einfach durch die Gegend und haut den Leuten die Dinger in die Birne ohne Ende. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der Bengel hat an. Ach so, jetzt läuft er mal mit auf B hier. Oder geht mal Katasflora. Ne, klar. Ja, guck doch mal rechts runter. Mal gucken, ob da einer runterkommt. Und dann zählt er dem mal 3, 4 Kopfschüsse. Nicht wahr? Alter, das ist so lächerlich, was der Typ macht. Achtung. Pup, einer weg. Na, ah. Zack, nächster weg. Jo, Kollege. Der Bengel, ey. Das ist so ein Bengel. Achtung. Überraschung. Er weiß direkt, dass er da ist. Ja, er weiß direkt, dass er da ist. Ach, nee, ich finde, sowas ist erfrischend. Sowas muss man auch mal wieder... Sowas muss man auch immer mal wieder haben, zwischendurch, dass man sagen kann, ey, geil, läuft bei dir. Der Typ hat richtig feist an. Zack. Och, mal gucken, ob er ihn durch die Wand kriegt. Nö, stand hinter der Kiste. Hat er dann auch gemerkt. Ja, peace, Jungs, ne? Der Typ, ey. Na, mal gucken. Achtung. Oh, jetzt ziehe ich mal nach unten, weil vielleicht kommt da einer. Oh, jetzt ziehe ich wieder nach oben, weil vielleicht kommt da ja einer. Oh, nee, ey. Das ist so ein dreckiger Typ, ey.
Und mit solchen Leuten hat man es da zu tun im Matchmaking. Da würde ich ja als Gegnerteam total ausrasten, ne? So, Achtung, der Typ ist gleich weg. Tada! Mit dem Headshot. Tada! Oh, ist das geil. Mal gucken, ob er jetzt durchgeht und sie alle wegholt. Zack! Headshot. Ach ja, ist das wunderbar. Pap! Und den holt er auch noch. Komm, den holst du auch noch. Nee, den holt er nicht. Na gut. Ach, das ist so lächerlich. 45, 13. Kopfschussquote von 83%. Moin, mein Name ist... Ja, okay, er läuft halt immer genau dahin, wo die Gegner sind. Achtung. Eins. Na, oh, kein Headshot. Oh, jetzt wurde er weggeholt. Jetzt hat er den Bot. Achtung, er hat den Bot. Zack. Einen weggemacht. Na? Na? Holen die Runde noch? 4 gegen 3. Einer ist kurz. Zack. Ups. Okay, es war nicht er. Hat nicht er weggeholt. Ja, ich hoffe, das ist die letzte Runde, denn das Ding ist eigentlich schon wieder gegessen. Aha, kurz ist einer. Hi. Und weg ist er. Ja, ne? Lass doch mal schnell noch die Bombe hier holen. Der Typ hat so lächerlich an, ey. Da kann ich echt nur den Kopf schütteln, dass solche Leute ernsthaft Matchmaking spielen. Oder es ist halt eine Boosting-Lobby, ne? Dass er die Leute versucht hoch zu boosten, dass die mehr Siege kriegen und einen Uprank kriegen. Und dafür kriegt er Geld. Sowas gibt's ja auch. Aber ja, keine Ahnung. Was hat er? 45, 14? Nee. Nee. Der Typ hat an. Punkt. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob ihr das genauso seht wie ich. Also, ich weiß halt nicht, wie man das groß anders sehen kann. Ich habe hier wunderbar mich ein bisschen kaputt gelacht. Achtung. Da hat ihn nicht getroffen. Ich habe mich hier wunderbar amüsiert. Ach so, er schießt durch. Ey, ist der Typ dumm. Ich glaube, der Typ spielt einfach zum allerersten Mal CSGO und hat überhaupt keine Ahnung, wo man durchschießen kann und wo nicht. Holt den mal eben so weg. Zack. Nee. Unfassbar, dieser Bengel. Jetzt geht er über Cutters oder was? Eieieiei, jetzt probiert er nochmal über Cutters die Leute wegzuholen. Hm? Ist auch super, dass er immer mit seiner Scout spielt. So auffälliger geht's echt nicht. Ah, der andere macht sehr gut. Er zeigt sich nicht. Da hat man auch gerade gesehen, wie das Fadenkreuz auf dem Gegner hängen geblieben ist. Alles klar. Das war die letzte Runde. Der Team hat frech an. Dem drücken wir alles. Dem drücken wir einfach alles. Das ist ja lächerlich. Also, Zielhilfe, Beweislage eindeutig und ohne Zweifel. Sichthilfe, Beweislage eindeutig und ohne Zweifel. Anderweitige externe Hilfe, der Bunnyhop, eindeutig und ohne Zweifel. Spielbehinderung, nö. Würde sagen, nein. Aber ansonsten, alles an. Servus. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das auch so seht, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr was drunter schreibt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Ciao.